Hey Leute, herzlich willkommen bei Buffs Strong Barefoot. Ich bin Johannes Queller. Wir haben eine neue Serie für euch und zwar die Safety Bailout Geschichte für eure Lifts, wenn ihr mal den Lift verkackt, wie ihr euch am wenigsten dabei wehtut. Ne? Und als allererstes ziehe ich mir meine Neopren-Sleeves an, damit ich auch ganz sicher bin mit den Knien, damit die warm bleiben. Richtig. So, nehmen wir an, wir haben eine Kniebeuge. Zum einen kann man natürlich einfach sich Spotter-Arms hier ranbasteln, dass man das auf eine Höhe einstellt, wo man weiß, wenn man nicht mehr hochkommt, kann man einfach rums die Stange darauf ablegen. Cool. Oder man hat seinen Spotter-Bro, der einem fast den Penis in den Arsch rammt, währenddessen man hochkommt. Ja. Oder man trainiert alleine, ohne Spotter-Arms, ohne Spotter-Bro. Dann hat man die Möglichkeit, entweder sich komplett kaputt zu machen, oder halt aus Versehen den Boden kaputt zu machen, weil nicht jedes Gym hat eben Bumper Plates, sondern eben zum Beispiel Cast Iron Plates oder irgendwas in dieser Richtung. Und wenn ihr natürlich Eisenstangen oder Eisenplates auf den Boden fallen lasst, dann wird da entweder die Stange, die Platte kaputt gehen oder der Boden kaputt gehen. Aber wichtig ist einfach auch zu lernen, wie man das Ganze abschmeißt, ja? Weil man natürlich schon viele Leute gesehen hat, die das katastrophal abschmeißen. Am besten, komm mal bitte ein bisschen hier rüber, dass du meinen Rücken sehen kannst. Wovor viele Leute Angst haben, ist das Gewicht hinten abzuwerfen, weil sie sich das sozusagen über den Rücken rollen, weil sie halt nicht wissen, wie sie es abwerfen sollen. Ne? Das sieht dann so aus, sie gehen in die Hocke. Komm hoch! Und werden dann total rund im Rücken und rollen sich das dann so über den Rücken. Und ich habe das jetzt nur mit 40 Kilo gemacht. Das war eine nice Massage für den Rückenstrecker, aber es war nicht cool. Ich habe es extra über den Rückenstrecker abgelaufen und nicht komplett über die Wirbel. Aber wenn ihr euch rund macht, dann ballert das einmal schön über die Wirbel rüber. Das sollt ihr natürlich vermeiden. Deswegen muss man lernen, wie man den Kram, schöner Reverse Curl, wa? Deswegen muss man lernen, wie man das ganze Ding abschmeißt. Wenn man das jetzt auf dem Rücken hat und nicht hochkommt, und muss man einfach nur nach die Knie nach vorne fallen lassen und hier rauskommen. Dadurch, dass man in der Regel mit seinem Oberkörper hier ist, kann die Stange nicht hinten auf die Fersen kommen. Ansonsten sollte man auch schon mal schauen, wenn man jetzt in der Position ist und mal hier runtergekommen ist, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Stange einem hier rauf knallt und selbst da ist dann eher wahrscheinlich, dass dann der Fuß zur Seite geht. Das passiert allerdings nur, wenn ihr gar nicht richtig nach vorne geht. Wenn ihr aber nach vorne geht und die Position macht, dann geht die Stange hier nach hinten und fällt nach hinten weg. Ich habe in den 5 Jahren, wo ich jetzt, 6 Jahren fast, wo ich, 5 Jahre, wo ich mehr oder weniger regelmäßig Kniebeugen gemacht habe, schon oft so eine Beuge abgeschmissen und mir ist das Ding noch nie irgendwo hingefallen, noch nie. Aber ich möchte auch, dass ihr es niemals habt, dass es euch irgendwo hinknallt, wo es nicht hin soll. Deswegen müsst ihr lernen, das Gewicht nach hinten abzuwerfen und die Knie einfach euch nach vorne auf die Knie fallen zu lassen und den Oberkörper zu öffnen. Das heißt, ihr seid in der Position, kommt nicht mehr hoch. Tada! Die Erleuchtung. Da passiert nichts mit den Knien, nichts mit dem Rücken, gar nichts. Jetzt nehmen wir mal an, noch eine Situation. Ihr schießt mit dem Arsch so unkontrolliert nach vorne, dass ihr das Gewicht eigentlich nach vorne abfallen lassen müsst. Auch kein Problem, wenn das Gewicht so stark ist und ihr so krass mit dem Arsch nach vorne schießt, dass das Gewicht hier schon vorne euch runterdrückt, dann müsst ihr komplett kollabieren und nach hinten springen. Also den Oberkörper einfach komplett nach vorne fallen lassen und nach hinten springen. Das ist aber auch eine Sache. Ich habe, glaube ich, noch niemanden gesehen, der so das Gewicht abgeschmissen hat. Aber wenn das mal passiert, dass der Arsch so hoch schießt,
dann einfach nach vorne fallen lassen. Ihr habt ja die Hände an der Stange, das heißt, ihr könnt dann nach oben einfach das Gewicht fallen lassen und die Stange wegschieben. Würde dann in etwa so aussehen. Ihr kommt mit dem Arsch hoch und lasst einfach nur die Stange nach vorne noch. Ihr könnt natürlich auch in alter Gewichthebermanier, das war mein Pussypad, könnt auch in alter Gewichthebermanier einfach die Kniebeuge immer so nach vorne abschmeißen. Geht auch. Aber um zur Ernsthaftigkeit des Videos zurückzukehren, das sind die zwei Möglichkeiten, wie ihr beim Back Squat rausgehen könnt. Die eine Sache ist, auf die Knie und Oberkörper komplett öffnen. Dadurch lasst ihr sie komplett nach hinten raus und es passiert nichts. Oder wenn ihr mit dem Arsch so hoch nach oben geschossen seid, einfach mit dem Kinn einmal runter, mit dem Kopf runter und die Stange nach vorne weglassen. Ganz simpel. Das war der erste Teil zum Bailout Safety bei den ganzen Übungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis bald. Haut rein.